Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem weiteren Unboxing und zwar packen wir jetzt das iPhone 10 aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt, wer es sehen kann, hier ist noch alles zu, also die Lasche sitzt noch sehr, sehr fest und wir packen das Ganze jetzt gleich erstmal aus. Das hier ist die 64 GB Variante. In Silber habe ich es genommen, also das heißt, die Rückseite wird silber sein oder besser gesagt weiß. Und ja, das ist dann quasi mein neues. Ich habe jetzt derzeit das iPhone 7 mit 32 GB, deswegen habe ich mir nur die 64 geholt. Ich hätte natürlich auch die 256er Variante nehmen können, aber ich habe mir gesagt, nee, 64 reicht und dann spare ich mir auch die paar Euro, die das extra kostet. Weil wenn man so viel für ein Telefon ausgibt, lasst uns nicht darüber reden. Ich packe es jetzt hier aus, zeige es euch und wir machen dann einen kleinen Start-up. Also fangen wir mal an. Das Beste kommt natürlich als erstes und zwar das Auspacken. Das tun wir schon mal auf Seite und jetzt heben wir mal den Deckel an, gucken wir mal, was drunter ist und ja, voilà. Die lässt sich sehr leicht öffnen, die Packung. Das ist eigentlich iPhone untypisch. Vielleicht habe ich ja auch einen Backstein drin, aber ich glaube nicht. So, was haben wir? Designed by Apple California. Das kennen wir ja. So war das 7er auch eingepackt, das 8er ebenfalls. Und jetzt sehe ich es auch zum ersten Mal selbst. Wow. Okay, also es macht schon echt einen super geilen Eindruck. Weil es wird ja quasi nur noch Display sein. Ja? Und jetzt im Schwarzen, also ich fand das halt in Schwarz schon sehr edel und mit Weiß hinten, weil ich habe gesehen, damals hatte ich das schwarze 8er Plus, ne? Und das hat hinten, hat man direkt gesehen, die Fingerabdrücke und alles. Deswegen, meine Frau hat das 8er in Weiß und da sieht man das nicht so gut, deswegen habe ich mich diesmal auch für das Weiße entschieden, also Silber im Hintergrund. So, schauen wir gerade hier rein, das typische Hello. Hallo und hier wieder der PIN für die Karte natürlich und natürlich die Apple-Sticker sind wieder an Bord. So, die packe ich mal wieder hier rein, weil das brauche ich eigentlich nicht. So, dann gucken wir uns mal den weiteren Inhalt an. Ich nehme jetzt erstmal das iPhone hier raus, lege das erstmal hier rüber auf die Seite und okay, was sehen wir als erstes? Natürlich wieder die In-Ear-Kopfhörer, die natürlich auch wieder den Adapter dabei haben. Mittlerweile bräuchte man wahrscheinlich den Adapter nicht mehr, aber er ist jetzt hier auf jeden Fall nochmal dabei. Dann natürlich der 5 Volt Aufladestecker, also sprich Stromanschluss und natürlich ein Lightning-Kabel zum Aufladen. Also der Inhalt bleibt eigentlich immer gleich. Nur das Telefon ist diesmal etwas anders. Ich lasse jetzt die Folie mal noch drauf, also hinten wie gesagt in Weiß. Also das hinten gefällt mir mit am besten, weil man erkennt direkt an der Kamera, dass es dann doch ein iPhone 10 ist, weil bei dem Plus ist die Kamera ja quer, also bei dem 8er Plus. So, ich weiß nicht, ob es bei dem 7er Plus auch so ist, das weiß ich jetzt nicht. Dann legen wir das mal kurz auf Seite, weil ich würde gerne mal beide vergleichen, und zwar das alte 7er, was ich jetzt derzeit noch nutze. Also es ist gar nicht so groß, der Unterschied. Das Schöne ist jetzt, ihr habt jetzt hier den Hintergrund auf Weiß, das heißt, hier haben wir jetzt das 7er und hier das 10er. So, was fällt mir direkt auf? Also natürlich hier an der Seite haben wir jetzt natürlich einen größeren Powerschalter. Dann hinten natürlich die Kamera, die hier anders angelegt ist. Also in der Seite wirkt es auch ein bisschen grau auf dem Hintergrund. Seht ihr das hier? Ist ja eigentlich ein weißer Hintergrund. Es wirkt ein bisschen grau, das Ganze. Vorne natürlich Display, logisch. Hier natürlich laut, leise und natürlich der Stummschalter. Wisst ihr, was ich immer als erstes mache, wenn ich ein neues iPhone nehme? Ich mache wirklich tatsächlich immer den Ton aus. Das könnt ihr auch hier, ohne dass es jetzt sei, es ist immer direkt aus bei mir. So, dann entfernen wir auch mal die restliche Folie. Ich denke, das geht wieder nach hinten weg und dann nach vorne rum. Das ist eigentlich immer so das Schönste. Die Folie von dem neuen Gerät entfernen. Ich habe mir natürlich direkt eine Schutzhülle besorgt und zwar ist das jetzt hier natürlich von einem Drittanbieter. Ich kann es euch gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Pack das mal eben schnell aus. Wenn die super passen sollte, das zeige ich euch jetzt hier direkt im Video, dann werde ich die unten mal verlinken. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich rausschneiden. Aber wenn es drin sein sollte, kann es sein, dass die Hülle sehr gut gepasst hat. So, ich werde das jetzt mal direkt da reinpacken. Die sitzt recht gut. Ja, die sitzt echt gut. Die wackelt nicht
Und die ist halt auch, weil sie hat eine sehr, sehr schöne Grifffestigkeit durch dieses leichte, ich sag mal, die ist sehr, sehr gummiert, also die ist sehr, sehr weich. Also ich würde sagen, das habe ich mir nicht so gut vorgestellt, aber das ist echt tatsächlich sehr, sehr gut. Ich werde die nochmal kurz abnehmen, um euch zu zeigen, wie weich die ganze ist. Und das Schöne ist, sie umschließt auch das ganze Gerät. Das ist sehr, sehr gut. Also hier könnt ihr das nochmal sehen. Ich hoffe, die Kamera kann es sehr gut einfangen. Also die ist auf jeden Fall von der Passgenauigkeit. Und wie gesagt, die ist wirklich sehr, sehr weich. Also da kann auch mit Sicherheit mal was runterfallen. Und ich denke, lieber geht 10 Euro eine Hülle kaputt, als dass wir hier ein 1150-Euro Gerät auf den Boden fallen lassen. Deswegen würde ich sagen, das Ding schon mal wieder dran. So, ich habe es direkt mal eingeschalten und jetzt schauen wir uns direkt mal das Display an. Da bin ich jetzt eigentlich am meisten drauf gespannt. Was uns natürlich auffällt, wir wissen ja, es gibt keinen Home-Button mehr. Deswegen sehr interessant. Das sieht schon sehr, sehr edel aus, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, also das werde ich mir dann jetzt mal genauer anschauen und ja, ich werde euch natürlich auch gerne mal ein klitzekleines Fazitvideo zu dieser ganzen Geschichte machen. Wie lässt es sich steuern? Wie ist der Umgang damit? Was fällt mir auf? Wo habe ich meine Bedenken? Wo habe ich Probleme mit oder sowas? Werde ich gerne mal machen. Die Hülle, wie gesagt, passt sehr gut. Werde ich euch auf jeden Fall unten mal verlinken, weil ich habe es euch ja gezeigt. Also die ist echt super. Die passt auch gut und ich denke, ich werde sie direkt rumlassen. Also das ist nochmal das komplette Set. Verpackung ist klar. Ladekabel, Ladestecker. Kopfhörer mit dem dazugehörigen, ja, mittlerweile braucht man ihn wahrscheinlich nicht mehr, den Adapterstecker und natürlich das iPhone 10 selbst. Wie gesagt, die Hülle verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Also bis auf hier diese Aussparung, die ist nicht ganz hundertprozentig, aber sonst laut und leise funktioniert auf jeden Fall. Aus und an geht auch. Hinten die Kamera dagegen, die passt sehr gut. Die passt genau in die Aussparung. Also von daher werde ich euch das gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Das ganze Ding hat 10 Euro gekostet. Wie gesagt, lieber lässt man 10 Euro neu kommen als ein neues Gerät. Und nun lasst uns gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren, ob ihr das für zu teuer findet oder ob ihr sagt, pff, mir egal, lasst den doch sein Geld ausgeben, ist ja nicht meins. Oder sagt ihr, hey doch, ich bin Apple-Fan, ich muss immer das Neueste vom Neuesten haben. Und ja, lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Schreibt auch gerne mal eure Meinung dazu, was ihr zum iPhone 10 sagt, ob ihr euch eins bestellt habt, ob ihr eins zu Weihnachten bekommt oder ob ihr euch das sowieso nächstes Jahr kaufen werdet oder ich habe keins bekommen, jetzt muss ich halt ein bisschen warten. Schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Was ich gut finde, jetzt kann man auch endlich aufs Display drauf tippen. Das ging beim 7er und beim 8er noch nicht. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Hoffe, das kleine Unboxing hat dir ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere auch meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und ja, dann bleibt mir nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers!